Guten Tag, meine positiven Freunde. Mein Name lautet natürlich Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute habe ich was herausgefunden und zwar ein paar Leute haben geflamed, dass ich letztes Mal die Waffe, die mein Messer personalisieren wollte, weil ich nach einer Tarnung gesucht habe für meine Waffe. Aber das war schon richtig. Ich muss nämlich Y drücken und dann kann ich meine Waffe personalisieren. Und ja, das Geile ist, ich habe halt gemerkt, okay, ich habe hier nur eine Tarnung. Ihr seht, ich habe nur eine Tarnung freigeschaltet bei der Waffe. Ich habe noch nicht so lange mit der gespielt, deswegen. Aber wenn wir oben auf RB drücken, da können wir die gekauften Tarnungen benutzen. Und das habe ich nicht gesehen. Und das war das Problem. Und nicht, dass ich falsch geklickt habe. Jetzt haben wir... Ich habe mir übrigens die Tarnung gekauft, natürlich. Sonst hätte ich sie jetzt gar nicht. Die können wir jetzt benutzen. Und ja, ich freue mich extrem. Ich will sofort meine Runde mit der Tarnung zocken. Mal sehen, ob ich dadurch besser werde. Ich glaube zwar nicht, aber... Spaß, ich bin schon gut genug, ich muss gar nicht besser werden. Okay, wisst ihr was, wir benutzen einfach mal die Waffe hier, die MSMC. Mal sehen, ob ich schon Aufsätze dafür freigeschaltet habe. Wir nehmen einen Schalldämpfer und ein schnelles Magazin, Bitch. Und jetzt spielen wir eine Runde vielleicht für alle, um mal, zu sehen, wie das eigentlich ist. Weil mich kotzt es immer, ich muss immer diese Waffen aufheben. Und, ja, dann habe ich die Waffe mit dieser geilen Tarnung. Und dann denke ich mich auf, dass ich die Tarnung nicht selber habe. Und, ja, über was ich heute reden wollte, ist einfach nur die YouTube-Kommentare. Also, mir ist schon bewusst, dass ich ziemlich viele junge Zuschauer habe. Ich schätze, also die meisten sind so, ich schätze mal so 16, 17 Jahre alt. Und dann gibt es noch ein paar Ältere, sogar so 22-Jährige gibt es auch, 23-Jährige. Und dann gibt es noch so 12, 13-Jährige. Und das sehe ich immer bei Facebook zum Beispiel. Vor allem bei Facebook gibt es richtig scheiß behinderte Kommentare, wo ich mir so denke, was nehmen die Leute für Drogen? Können die nicht normale Drogen nehmen, die ich immer zu mir nehme? Sondern manchmal denke ich mir so, what the fuck ist da, was ist da los, Alter? Dann gehe ich auf deren Profil und sehe, okay, die sind aber noch ziemlich jung. Wieso schreibt er sowas? Was ist sein Problem? Meistens interessiert mich dann nicht, dann blocke ich die Person einfach und dann tue ich denen den Gefallen, dass sie ja nicht mehr weiß, wann meine Videos hochkommen. Muss sie ja gar nicht wissen, wenn sie hatet. Und das Ding ist, ich wundere mich immer so, wieso die Leute so Kommentare abgeben irgendwie. Warte, einen Moment mal. Okay, diese Map ist nicht gerade mein Liebster, aber okay. Mich wundert es mal, ich weiß nicht, ob das... Also ich sehe es auch bei anderen YouTubern, diese Kommentare. Boah, die Tarnung sieht so... What the fuck? Alter Schwede, ist die Tarnung geil, Alter. Oh mein Gott. Das ist ja ein ganz anderes Spielerlebnis. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie Jesus. Vielleicht bin ich ja, wurde ich ja wiedergeboren. Ey, was geht, Digga? Was machst du da, Alter? Lern zu spielen, Digga. Okay, also, die meisten Kommentare... Oh, da war eine Claymore, glaube ich. Ja, war es. Das war aber schnell genug, Bitch. Die meisten Kommentare stammen ja wirklich von den jüngeren Leuten. Ich mache meinen Stuhl ein bisschen tiefer, so. Von den jüngeren Leuten. Da ist einer. Stirb, Bitch. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich es satt, die Kommentare zu lesen, weil ich immer irgendwelche, Beleidigungen oder sowas hören muss, Beleidigungen, was mich auch nicht stört, ich bin nicht so einer, der irgendwie sich, nicht gerne beleidigt, ja, das klingt jetzt komisch, aber ich habe nichts gegen Beleidigungen, ich ignoriere das immer, aber ich frage mich immer, wozu eigentlich, und, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal, ein Hashtag für die Hater öffnen. Das mache ich mal. Genau. Da können die Hater in die Kommentare schreiben, alles, was sie schon immer mal wollten. Ohne, dass sie geblockt werden. Ohne, dass sie gehatet werden. Das wäre gut. Das wäre richtig geil. Also, den Hashtag, der kommt auf jeden Fall mal. Das ist jetzt so eine spontane Idee. Oh, Bitch, er ist am Führen. What the fuck? Er hat 6 Kills. Und das ist ein behinderter Sniper. Komm her, Bitch. Oh, what the fuck? Okay, ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren und nicht nur auf Gelaber. Aber ich wollte das mal loswerden, dass man mal ab und zu mal, ja, wie soll ich sagen, also ich lese wirklich keine Kommentare, wenn es mir super, super gut geht. Und mir geht es zwar oft super, super gut, aber ich lese die Kommentare immer, aus irgendeinem Grund. Ich lese die immer. Ich glaube, das liegt daran, weil ich YouTuber bin. Und weil ich YouTube mache, nur wegen den Kommentaren. Ey, oh mein Gott, ich kann nicht spielen, wenn ich rede! Sorry. Vor allem, wisst ihr was, diese Waffe ist total falsch, Alter, für diese Map, ey. Ich bin hier total falsch. Guck mal, vor allem, das ist mein erstes Spiel des Tages und ich habe gar kein Aiming, Alter. Ich ziele so scheiße. Wo ist er? Komm her, Bitch. Ah, das war der Sniper. Nice, die Tarnung hat er auch. Seht ihr, ich habe gar keine Chance, Alter. Ich nehme eine andere Waffe. Okay, ich spiele gerade richtig scheiße. Aber ignorieren wir einfach mal das erste Spiel, weil, keine Ahnung, ich wollte es nur mal loswerden. Yo, was machst du da, Alter? Komm her.
Easy. Danke für den freien Kill. Ah, da ist einer. Danke. Ich liebe diese Tarnung. Oh mein Gott, das macht mich... Oh mein Gott, Alter. Heftig, ey. Die sieht so geil aus, Alter. Was zum Teufel geht hier vor sich? Ja, Digga, was machst du da? Hör auf zu snipen. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. Ich hasse es, wenn ich noch schaffe, dich umzudrehen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. War da nicht noch jemand? Er kommt wahrscheinlich hier lang. Na, fuck, fuck. Von hinten. Na, wenigstens führe ich jetzt sogar mit 2 Kills. Nice. Oh oh. Also ich muss mich entschuldigen, ich habe wieder kein Aiming, Alter. Und viele sagen, denen ist das Gameplay egal. Aber mir ist das nicht egal, um ehrlich zu sein. Weil mich nervt das immer, wenn ich einfach scheiße spiele im Moment. Zum Beispiel das, das, das. Ein einziger Shot fehlt noch, Alter. Ja, wirf doch gleich. Egal. Kein Kommentar. Ich warte, ich taktisches Warten. Da ist er. Oh, ja, mein Aiming ist das Beste der Welt. Ich hätte ihn schon 10 Stunden vorher erledigen können, aber YOLO. Ja, nächstes Mal killst du mich vielleicht, wenn du Glück hast. Mal sehen, vielleicht in ein paar Jahren. Okay. Ich will gar nicht mehr die Waffe wechseln. Ich wechsle. Irgendwie hat jeder die Tarnung. Das pisst mich aber auch irgendwie ein bisschen an. Ich mag es nicht, das zu haben, was jeder hat. Deswegen, ja, keine Ahnung, wieso zum Teufel hat jeder die Tarnung? Ich meine, die sieht schon geil aus, ne? Muss man ja lassen, aber... Oh, von hinten, ah, kleine... Oh mein Gott, der führt wieder. Was zum Teufel ist gerade los mit mir? Ich bin da richtig schlecht. Ich glaube, diese ganzen YouTube-Kommentare, die schwören in meinem Kopf rum. Jo, Digga. Hör auf, so auffällig zu schießen. Und die manipulieren mich, die Kommentare. Ich finde es schade, dass man hier in Black Ops 2 übrigens keine Schritte hören kann. Oh shit. Ich werde angegriffen von irgendwo. Komm her, zeig dich. Oh, da ist er. Oh mein Aiming. Ich habe sowas, so ein schlechtes Aiming noch nie in meinem Leben. Nein! Wenn sowas passiert und mein Aiming richtig scheiße ist und ich dann sterbe, dann bin ich doppelt sauer! Fuck! Oh mein Gott, ich kann gerade nicht zocken. Ich glaube, es wird Zeit für die Gamer-Position. Gamer-Position an und los geht's. Wie gesagt, Gamer-Position darf nur einmal pro Video verwendet werden. Und geht für ein Spiel lang. Das wird dafür sorgen, dass ihr besser spielt auf einmal. Seht ihr? Das ist die Gamer-Position, Bitches. Das klappt nicht immer, aber ich habe sie gerade eben ausgeschaltet. Deswegen, ja, jetzt Gamer-Position ist an und deswegen gewinnt man immer, wenn die Gamer-Position an ist. Ja, wo ist er? Nice, danke, dass du dich zeigst. Vielen Dank für den freien Kill, Alter. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Hey, was macht der da? Hey, mich nervt das so, dass die nicht mit einem Burst sterben. Oh, 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 shit. Oh, danke. Oh mein Gott, der führt mit 2 Kills. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Nice, ich kann nicht zielen. Nein, 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 nein. Jesus, nein, nein, nein. Die Gamma-Position hat mich... Ah, scheiße. Oh, oh. Oh, da kommt er von hinten noch angelaufen. Jetzt führt er immer noch mit 3 Kills. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich verliere in letzter Zeit fast nur, Alter. Guck mal, was ist denn los, Alter? Ich sollte mehr Teamwerfen mitspielen. Da kann ich die Schuld wenigstens meinem Team geben. Da kommt er von hinten. Nein! Wenn ich den hätte bekommen hätte, dann wäre das Ultra Pro gewesen. Ach, Mann, 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 das Spiel... Oh mein Gott. Das läuft gerade richtig scheiße. Aber ich habe doch die Gamer-Position an. Wieso läuft das denn so scheiße? Das ist irgendwas manipuliert mich. Die Kommentare sind stärker als die Gamer-Position. Da ist er, Bitches. Da ist er, da ist er. Komm her, komm her, komm her, komm her. Da ist einer. Gut, und da kommt jetzt auch einer gleich raus. Nein, nein, nein. Oh, zum Glück hat er den Kill nicht bekommen. Oh, fuck. Oh mein Gott, ich muss das gewinnen. Komm schon. Nein, nicht. Oh mein Gott, Spawn, ich bin doch gerade... Bitte, warte doch wenigstens 10 Sekunden, Alter. Ich muss den killen, ich muss den killen, ich muss den killen. Oh, ich brauche die Kills jetzt. Danny, mach keine Scheiße, Alter. Oh mein Gott, der hat mich gekillt, Alter. Ich hätte so geschrien jetzt, ohne Scheiß. Schon wieder diese Tarnung. Sag mal, gibt es auch hier irgendeinen, der mal nicht diese Tarnung hat? Und der hat's, ja, ich spawne doch gerade. Warte doch einfach mal, bis ich gespawnt bin, Alter. Mich pisst das an. Alter Schwede, beruhigt euch mal. Oh mein Gott, war das ein Game gerade? Alter Schwede. Oh mein Gott. Aber wenigstens habe ich die geile Tarnung jetzt. Ich glaube, ich sollte mal eine Runde Team damit spielen und nicht mal frei für alle.
Also, was ich persönlich versuchen werde in nächster Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt zwei Sachen, die ich machen kann, weil ich lese die Kommentare wirklich immer. Und diese Resonanz, die ich immer meine Videos bekomme und die Kommentare, das ist ja eigentlich das, wieso ich YouTube mache. Das, ja, das bringt einen irgendwie dazu, YouTube zu machen. Ich weiß, kann das nicht erklären, ihr seid ja keine YouTuber, die meisten zumindest nicht von euch. Das Ding ist allerdings, dass man durch diese Kommentare immer ganz schön geistesgestört wird. Das Einzige, was ich machen kann, ist entweder ich ignoriere sie. Und übrigens eine Sache, die ich noch machen wollte, und zwar habe ich jetzt hier die PDW, mit der werde ich als nächstes spielen. Und ich nehme mal, hier kann ich mir übrigens noch mehr Tarnung runterladen. Wisst ihr was, wir können uns gerne noch eine Tarnung kaufen. Oder soll ich das für den nächsten Part machen? Welche Tarnung wollt ihr hier haben? Wisst ihr was, ich habe eine Idee, ich gehe jetzt mal hier raus. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, neben eure Meinung zu den Hatern, was für eine Tarnung ich mir als nächstes kaufen soll. DLC 2, die Tarnung sehen hier übel geil aus. Ich weiß gar nicht, hier eine von denen, Hand des Todes, Untier oder Octan. Oder eine von hier, Aqua Zerfall von DLC 1. Sachen, geiler. Wow, kawaii, das sieht geil aus, das gefällt mir doch. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Gut, erstmal werden wir mit dieser richtig geilen, das ist meiner Meinung nach die beste Tarnung, die es im ganzen Spiel gibt. Und der joint mir nach. Okay, alles wird gut. Du bist auch mal auf Drogen. Ich stelle mich mal kurz auf Offline. Weil mir wird oft nachgejoint und dann wird rumgetrollt. Und dann kann ich selber nicht rumtrollen, weil andere schon rumtrollen. Das wollen wir natürlich nicht. So, los geht's. Auf ein Team-Deathmatch. Yeah, Bitches. Let's go. Los geht's. Also, wie eben erwähnt, ich kann die Kommentare ignorieren. Oder ich kann die Person einfach blocken. Das kann ich auch machen. Yeah, wir spielen Afraid. Geil, Alter. Nice. Okay, los geht's. Wir spielen mit der. Wie sieht die aus? Geil. Boah, what the fuck? Verdammte Scheiße. Geil sieht das aus. Mann, Alter. Ah, dieser Sniper hat da gecampt, Alter. Ernsthaft. Wie kann man da nur die ganze Zeit stehen? Ich kann gar nicht. Ich könnte das gar nicht. Ich muss immer rumlaufen. Wisst ihr was? Ich muss mich mehr über die Hater lustig machen. Das wird das. Das ist das Problem, Alter. So. Ich gehe jetzt mal hier lang, weil ich das Gefühl habe, die werden davon da spawnen. Juckt mich nicht, Alter. Bleib ruhig stehen dort. Feindliche Drohne. I don't care, man. I don't fucking care. Stirb, Bitch. Er kommt jetzt hier lang. Definitiv nicht. Shit. Wo sind die alle? Sind die alle hier? Ja, wahrscheinlich. Die kommen jetzt da raus, wetten. Oder daher. Kann auch sein. Oh, shit. Na, da ist die ganze Armee, Alter. Hat auf mich gewartet. Wenigstens habe ich jetzt eine Drohne. Ah, ich muss Orbitalsatellit freischalten. Ich glaube, ich habe ihn schon freigeschaltet. Oder war das erst Level 42? Oh, what the fuck? Habt ihr den Sniper gesehen da hinten? What the fuck macht der da? Wie kann man nur? Komm her, komm her, komm her. Alter Schwede. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Okay, ich habe Gamer-Position auf einmal aus Versehen drin gehabt. Oh nein. Ich habe sie zu lange genutzt. Das bringt Unglück. Oh nein. Egal, alles gut. Bitte Gott, der Gamer-Position, bitte verzeih mir. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe vergessen, die Gamer-Position zu entfernen. Es ist passiert, okay? Okay, ich hoffe, er wird mir verzeihen, der Gott der Gamer-Position. Okay. Okay, jetzt von links, von links, von links. Bildschirm ist, kannst du nicht verarschen. Oh, da ist einer, da ist ein Sniper. Pass doch auf, Digga! Schau doch auf die Karte! Ah, er schaut nicht auf die Karte! Oh mein Gott! Meine Teammates, ey. Die besten Call of Duty-Spieler ever, ernsthaft. Da! Die spawnen jetzt alle dort. Schön angezoomt reingehen. Was geht, Digga? Vielen Dank für den kleinen Kill. Ah, hier spawnen jetzt wieder meine Teammates. Immer wenn ich in den Gegner spawnen gehen will und alles zerstören will, spawnen meine Teammates dort. Hey, was geht? Was geht? Was geht? Hey. Hey, 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 hey. Oh mein Gott, ich dachte, der wird nicht mehr... Was? Das will ich jetzt sehen. Oh, diese Sniper, ohne Scheiß, Sniper sind gefährlicher als alles andere, was es da draußen gibt. Sniper sind das gefährlichste ever. Ja, what the... Ja, hab ich doch gesagt. Ohne Scheiß, Sniper sind das Schlimmste. Ich habe noch nie sowas Schlimmes gesehen wie Sniper. Ich werde den anderen Weg jetzt gehen und wehe, mein Team verliert. Wehe, mein Team verliert jetzt. Komm, Team, ich werde versuchen, auch so wenig zu sterben wie möglich. Ja, ich kann nicht zielen, definitiv. Nimm das. Heilen. Und ich habe ihn geschwächt. Ah,
Ah, der Sniper! Gott! Oh mein Gott, diese Sniper! Ich kann das nicht glauben. Das sind die einzigsten Dinger da draußen, die mich richtig anpissen. Von rechts, von rechts. Das geht, Digga. Komm her, komm her. Abgeschossen. Ich weiß gar nicht, von wo die jetzt kommen, bin ich ganz ehrlich. Ah, von da, okay. Ne, von oben ist er jetzt. Ja, natürlich. Ich muss keinen Kommentar zu den Snipern abgeben, oder? Ich glaube, das habe ich schon oft genug getan. Ich werde auch gar nicht mehr hingehen, soll er doch da die ganze Zeit campen. Seht ihr, ich habe keine Probleme mit normalen Menschen, mit normalen Soldaten. Ich habe nur Probleme mit Snipern, das ist das Einzige, womit ich ein Problem habe. Keine Ahnung, wieso die mich mal bekommen, vielleicht spiele... Ja, natürlich. Unglaublich, das war wahrscheinlich auch ein Sniper. Nur getarnt mit einer normalen... mit einer normalen Kleidung. Okay, Semtex rüber. Wo sind die? Wo sind die alle? Ach, diese rote Tarnung, habt ihr die gerade gesehen? Diese hier, die sieht auch geil aus. Achtung, feindliche Drohne näher. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ah, mein Kopf platzt. Seht ihr, das meine ich. Ich konnte mich nicht bewegen wegen dieser Scheiße hier. Okay, ich werde jetzt hier einfach reingehen. Ich weiß, dass die alle spawnen hier. Okay, die sind jetzt alle dort. Oh mein Gott, das kann viele Kills geben. Shit, ich hätte Schöldämpfer mitnehmen sollen. Wo sind die alle? Wo bleiben meine... Wow, what? Ah, wir haben verloren. Teammates, Alter. Schau dich das mal an. Der eine ist 0 zu 19. 0 zu 19. Alter, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann man 0 zu 19 sein? Ey, nee, jetzt mal ehrlich irgendwie. Ich verstehe das nicht. Waren die Gegner so gut? Alter, die waren gar nicht so gut. Chillt mal, kommt mal runter, Leute, Alter. Oh mein Gott. Ja, ich bin Level 32. Und das war's auch mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich herzlich fürs zu Ende schauen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten, in die Kommentare zu schreiben, welche Tarnung ihr als nächstes sehen wollt. Also könnt ihr schon mal zurückspulen und euch den Namen aussuchen. Dann werde ich mir irgendeine, oder ein paar Tarnungen werde ich mir auf jeden Fall holen, damit es ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen, wie immer. Und dann sage ich nur noch, wie immer, 3, 2, 1, ciao, ciao! Tankstellen und anscheinend wirklich wissen, wer ich bin. Ich werde es mal austesten, denn,